In Madrid haben tausende Mitarbeiter aus dem Gesundheitsbereich gegen Pläne der Regionalregierung protestiert, im Zuge der Sparpolitik einige Krankenhäuser und Kliniken zu privatisieren. Die Demonstranten fürchten, die Lage werde sich dann für Patienten und Personal verschlechtern. Bereits in der Vergangenheit waren sie gegen den Verkauf der Krankenhäuser auf die Straße gegangen.